Willst du ein Zimmer aufräumen? Das macht dich doch immer glücklich. Oder noch besser, du kochst uns was. Du kochst doch so gerne. Leo, du schaffst es nicht, mich aufzuheitern. Hör auf damit. Selbst wenn sie eine Essstörung haben sollte, dann jedenfalls in einem sehr frühen Stadium. Und es ist gut, dass ihr so einfühlsam darauf reagiert habt. Oh, Leo, ich übernehme den Fall. Das ist doch Unsinn. Nein, er hatte recht. So schaffe ich es nie, mich von Rick zu lösen. Ich muss loslassen. Soll sich doch einen anderen Kopf machen. Du bist die Beste, wenn es darum geht, sich einen Kopf zu machen. Leo, bitte. Aber dein Einsatz hat Einfluss auf das Leben von Tausenden von Menschen. Er hat Einfluss auf meine Tochter und ich... Tut mir leid, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du das nachvollziehen kannst. Oh, weil ich keine Kinder habe? Weil ich selbst noch ein Kind bin. Er hatte recht, ich habe mich noch nicht von ihr gelöst. Hast du das gewusst? Ob ich das gewusst habe? Mit wem redest du hier? Ich habe ja auch nicht gerade eine gesunde Beziehung zu meinem Ex. Oh, stimmt. Mach dich das nicht sauer auf mich. Habe ich denn eine Wahl? Entschuldige. Okay. Na gut, das weiß also offenbar jeder Bescheid. Wie schlimm ist das für dich? Furchtbar schlimm. Ja, besonders mit 14. Aber wenn du 35 wärst, würdest du dir wahrscheinlich Sorgen machen, wenn du nicht in einer Therapie wärst. Ich bin nicht 35. Eine intelligente Einsicht. Du kannst die Aussicht nicht ertragen, morgen wieder in die Schule zu gehen. Und deine Mitschüler treten an und lachen dich aus. Das ist nicht lustig. Nein, ist es nicht. Aber was ist es? Es ist schwer genug, zur Schule zu gehen und mit allen da klarzukommen. Tut mir wirklich leid wegen neulich. Wieso? Ich habe zugehört, wie dein Dad mit Mom gequatscht hat. Die wusste nicht, dass ich da war. Es macht nichts. Nein, warte. Ich muss dir was sagen. Es ist wichtig, okay? Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich mich auch schämen, wenn die Leute wüssten, dass ich Hilfe brauche. Aber ziemlich oft denke ich, dass es vielleicht gar nicht so übel wäre. Was denkst du, was mir manchmal durch den Kopf geht, wie... Was ich dir sagen will. Manchmal wünsche ich mir auch, dass ich zu jemandem gehen kann. Wirklich? Und das habe ich dir neulich sagen wollen. Du hast es, wenn dich deine Eltern in Watte packen, als wärst du eine Kranke. Schlimmer als das. Was glaubst du, was sie als Schlimmstes über dich denken? Dass ich ein absoluter Loser bin. Hi, mein Schatz. Oh, hey. Wie sind die Hausaufgaben? Langweilig. Oh, ich weiß. Ich habe sie früher auch immer schnell erledigt, damit ich es endlich hinter mir habe. Ja. Hast du schon deine Dankeschön-Karten geschrieben? Es ist erst 2 Tage her. Ich sag ja nicht, dass du sie gleich schreiben sollst. Du sollst es nur nicht vergessen. Ich mach's noch. Jessie, ich weiß, dass du das machst. Wieso nervst du mich denn pausenlos? Jessie, ich werde dich nicht behandeln, als ob du schwer krank wärst. Wenn du Verpflichtungen hast, erwarte ich, dass du sie erfüllst. Ich will gar nicht, dass du mich so behandelst. Ich will nur nicht, dass du mir immer ein schlechtes Gefühl vermittelst. Aber das mache ich überhaupt nicht. Mom, wenn du mich ständig wegen dieser Karten nervst, musst du doch denken, dass ich sie nicht schreiben werde. Ich weiß, dass du sie schreiben wirst. Dann lass sie mich auch schreiben. Bitte lass mich zufrieden, okay? Ich komme schon klar. Jessie! Okay, ich merke schon, dass du mich im Moment hier nicht haben willst. Also gehe ich jetzt nach unten. Einverstanden? Wenn du so ein Loser bist, sollte sie dich vielleicht einfach zurückschicken. Gute Idee. Gibt's für dich eine Geld-Zurück-Garantie? Haha. Gut, du glaubst also, deine Eltern sind von dir enttäuscht. Wie äußert sich das? Hallo, Liebling. Hey. Wenn du Hunger hast, könnten wir unterwegs ein paar Burger kaufen. Sie hat gegessen. Schatz, würdest du uns bitte einen Moment allein lassen? Klar, ich warte im Wagen. Rick, ich habe beschlossen, den Fall zu übernehmen. Ich weiß, Rosenfeld hat gesagt, dass wir die Vergangenheit hinter uns lassen müssen. Ach ja? Genau, und aus diesem Grund mache ich das. Ich hätte nämlich den Fall übernommen, wenn ich dich nicht kennen würde. Es geht weder um dich noch um mich. Es geht nicht um uns beide. Es geht um diese Anwohner, die sich nur mit meiner Hilfe wehren können. Karen, ich verstehe nicht, wieso du mir das antust. Rick,
Er hat recht. Ich mache mir immer noch große Sorgen darüber, was du denkst. Das Ganze belastet mich. Und das muss aufhören. Für mich und für Jessie. Sie ist meine Tochter. Es wird Zeit, dass sie ihr ganz eigenes Selbstbewusstsein entwickelt. Und ich werde ihr dabei helfen. Das schaffe ich nur, wenn ich endlich auf meinen eigenen Beinen stehe. Deshalb werde ich den Fall übernehmen und... Es tut mir leid. Ich finde immer noch, dass sie wunderschön ist. Ziemlich verrückt, oder? Oft, wenn ich zu ihr komme, durchzuckt mich der Gedanke, oh ja, das ist meine Frau. Okay. Verstehst du, was ich damit meine? Wie könnte ich das nicht? Vielen Dank. Ja. Ich gehe jetzt. Ist gut. Ich bin froh, dass ich da raus bin. Ich lebe mein eigenes Leben. Es ist nur... Wieso habe ich nie daran gedacht, dass ich sie irgendwann mal verlieren würde? Bei unserem ersten Treffen habe ich es nicht für möglich gehalten, dass seine Arme so kräftig waren. Er hat mich auf eine Art festgehalten. Und ich konnte es einfach nicht zugeben, was für ein Gefühl der Geborgenheit es war. Dass jemand ihr das geben kann. Und dann die Kinder, die Arbeit, die Häuser. All diese furchtbaren und wunderbaren Erfahrungen des Lebens, die dich nach so vielen Jahren als anderen Menschen zurücklassen. Ich weiß nur eins. Wenn er mich in seine Arme genommen hat, sowas habe ich nie vorher gespürt. Und seitdem auch nie wieder. Ich will den beiden nicht so viele Sorgen machen. Diese schwere Bürde werden sie wohl tragen müssen. Sie sind so gemein. Weißt du, ich glaube, dass du diese Geschichte nicht so ernst nehmen solltest. Und wenn es aber doch ernst ist? Wenn was ernst ist? Das alles hier. Kommen Sie. Nein, was alles? Wieso will ich nicht essen? Ich will nie essen. Essen ekelt mich an. Ich will's nicht in meinem Bauch haben und ich weiß nicht warum. Dann werden wir uns beide etwas Zeit nehmen und es herausfinden müssen. Und wenn wir es nicht herausfinden? Ich glaube, wir haben eine ziemlich gute Chance. Was ist, wenn mit mir wirklich was nicht stimmen sollte? Es gibt viele Dinge, die bei dir nicht stimmen. Du bist nicht perfekt. Aber wenn du mich fragst, was du unbedingt abstellen müsstest, was an dir so furchtbar ist, dass du dich deswegen schämen musst, was dich von anderen 14-jährigen Mädchen herabsetzt, es tut mir leid, da wüsste ich nichts. Zu verstehen, wie die Welt funktioniert, ist ziemlich schwierig, Jessie. Gib dir ein bisschen Zeit, werd erst 15. Kinder sind mit 14 oft noch ziemlich dumm. Erwachsene sind mit 40 noch ziemlich dumm. Sieh dir deine Eltern an. Du musst solche Menschen tolerieren. Du musst lernen, damit umzugehen. Mit deinen Eltern. Mit mir. Mit dir. Und mit blöden Dingen. Wie Essen. Nur ein wenig. Okay? Ich weiß nicht.
Nur ein wenig. Mehr verlangt keiner. Trennungsschmerz auch morgen. Grace wird Zeugin, wie sich ihr Vater und seine Freundin allmählich voneinander entfernen. Nochmal mit Gefühl. Morgen um 10 nach 1 bei Vox.